Willkommen zurück zu The Last of Us 2. Wir haben in der letzten Folge gelernt, dass Flüstern kein gutes Zeichen ist. Das ist meistens denn die Feinde sind, die uns auch mit Pfeile abschießen. Und wenn wir mit einem Pfeil getroffen werden, dann ja, nehmen wir dauerhaft Schaden immer wieder, bis wir den Pfeil rausgezogen haben. An sich ist so nicht so dramatisch, aber das dauert halt ewig, um den Pfeil rauszuziehen. Ja. Und wenn wir dann natürlich so viele Gegner haben, sorgt das dafür, dass wir den Pfeil nicht rausziehen können. Ja. Okay. Ich denke, wir sind auch jetzt bald im Krankenhaus angekommen. Schauen wir mal. Also ich bin ganz froh, dass wir jetzt mal wieder draußen sind. Hallo? Okay. Sei lieber noch da, Nora. Okay. Das geht doch klar. Sind wir fast angekommen. Wie komme ich jetzt da hin? Muss ja irgendwie rüberkommen. Okay. Kann man nicht schneller runter? Anscheinend nicht. Na dann. Ab ins Wasser. Okay. Da müssen wir rüber. Aber ich glaube, rüberschwimmen so einfach geht nicht, oder? Obwohl, das müsste gehen. Das müsste eigentlich gehen. Okay, wo gehen wir erstmal hier lang? Ich will erstmal hier nochmal gucken. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen mehr Munition. Das ist schon mal ganz gut. Ich werde jetzt auch ein bisschen vorsichtiger sein mit rumschießen und einfach drauf los. Weil nochmal ohne Munition möchte ich nicht sein. Das war schon ein sehr unangenehmes Gefühl. Okay. Und wieder eine Sammelkarte. Ich glaube, die Sammelkarten sind echt nur für Trophäen oder sowas. Gibt es hier gar nichts? Ja, Pillen. Pillen sind immer gut. Da kann man irgendwie auch rein. Jawohl. Aber das liebe ich ja immer, denn diese engen Gänge. Hallo? Okay. Ist schon mal ganz gut. Dann haben wir noch einen Tresor. Gibt es dazu irgendwie eine Notiz? Das wäre ganz nice. Weil man kann ja auch die Tresoren aufmachen, ohne dass man irgendwie jetzt einen Code hat, indem man einfach hinhört, aber das ist halt, dauert ewig, um das so aufzumachen. Warte, ich muss es ein bisschen lauter machen, sonst höre ich das nicht, wenn der Ton sich verändert. Okay. Okay, jetzt haben wir es aber. Oh Mann. Ich werde es ein bisschen leiser machen. Ansonsten, wenn dann da Geschieße ist, dann fliege ich weg. Okay. Und da hinten haben wir eine Werkbank. Die werden wir eben noch mal ganz kurz nutzen. Obwohl wir wissen ja, wenn eine Werkbank ist, ist das eigentlich kein gutes Zeichen. Hier noch Stabilität draufpacken. Das nutze ich kaum, ne? Stabilität, Feuerrate. Meistens nutze ich ja doch das, ne? Gehen wir mal hier noch auf Stabilität. Ich glaube, mehr können wir auch gar nicht machen. Okay. Schauen wir mal. Ne, mehr kann ich nicht machen. Das ist doch doof. Sehr gut, aber ich wollte eigentlich meine Waffe wieder haben. So, wir schauen mal ganz kurz, ob ich hier noch was aufwerten kann. Sehr gut. Sprengpfeile können wir jetzt auch machen. Das nehmen wir doch. Ich glaube, das ist für später gar nicht verkehrt.
Ja, komm. Was soll der Geiz? Dann lag hier noch ein bisschen was rum, was wir nicht einsammeln konnten. Natürlich alles Sachen, die wir nicht brauchen. Die wir jetzt verbraucht haben. Egal. Gut, gehen wir weiter. Na. Komm. Immer wenn ich irgendwo durchkrabbeln muss, denke ich mir so, ja, da kommt doch bestimmt gleich einer. Okay. Es sieht schon extrem nice aus, das Spiel. Ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt. Ich glaube, 2 Jahre ist das Spiel jetzt schon alt. Und der erste Teil, der ist ja ziemlich ähnlich zu dem Teil, was die Bildqualität angeht. Ja, wozu soll ich tauchen jetzt? Ich höre was. Hast du sie gefunden? Really? Mal wieder hoch. Jetzt sind die auch schon auf dem Wasser unterwegs. Wo soll ich denn hinfliehen, ey? Okay, ich glaube, hier können die uns erstmal nicht sehen. Und es ist wieder dunkel. So wie ich das mag. Ist super. Und nochmal tauchen. Alles, was mit Tauchen zu tun hat, bin ich geschädigt von Lara Croft damals, vom 3. Teil. Da bin ich so oft gestorben. Okay. Hallo? Oh. Da sitzt jemand. Also, wie soll ich denn daran vorbeikommen? Kann man hier runtertauchen? Nee, kann man nicht. Ach so, okay. Kein Mucks von dir. Hände hoch. Bitte. Bitte. Kennst du eine Nora? Ja, kenne ich. Wo ist sie? Im Krankenhaus. Und wo im Krankenhaus? Die räumen die oberen Etagen. Dort muss sie sein. Aua. Nein, in den letzten Minuten hat sie noch gezockt. PS Vita, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. So eine PS Vita, oder? Ich glaube. Ich kenne aber auch nicht alle Konsolen. Oh, hier liegt sehr viel rum. Dass man schießen kann. Oh Gott. Ja, Leute, ich glaube, jetzt wird's unangenehm hier. Das kriegen wir schon hin. Boot ist weg. Ah, sag ich doch, Leute. Mein Mädchen wartet in der Basis auf mich. Verarschst du mich? Wir haben hier wieder Chaos. Ich muss nach oben. Wo soll ich denn hin? Wir arbeiten eben gut zusammen. Darauf wette ich. Shit. Das ist unfair. Ich sag's dir. Lass dich mit einem Soldaten. Ich dachte, er kommt zurück. Macht die Arbeit viel leichter. Klar. Ich merk's mir. Erstmal nach hinten. Fuck. Das muss ich die abmurksen? Hoffe, das sind unsere Leute, die diese Freaks umbringen. Shit. Hey, weißt du, warum wir alle zurück in die Basis vor Ort werden? Ich hab gehört, der kommt raus. Isaac will, dass wir uns das Zentrum zurückholen. Hab gehört, wir bringen den Kampf zu ihm. Ich glaub's nicht. Nicht nach dem, was letztes Mal. Wo muss ich hin? Nicht mal Isaac ist so verrückt. Hab ich aber gehört. Shit. Wie mache ich das? Da drin. Oh. Gehe ich das Risiko ein? Nee, ich gehe das Risiko nicht ein, Leute. Okay. Der ist, glaube ich, weggegangen. Wenn ich irre oder fehl mich los. Bestimmt mit dem Spiel. Nein, ich meine, das dauert ewig. Man hätte mindestens noch 2 Einheiten abstellen können, um das ganze Zeug zu bewegen. Oh, wie viele. Ich weiß, India war unterwegs.
Vielleicht hatten sie Ärger im Park. Die letzte Truppe ist dort mit Skars zusammengestoßen. Ich bin sicher, sie kommen bald her. Je länger wir hier bleiben, desto gefährlicher wird es. Oh, ich hab Herzrasen, Leute. Ich bleib nicht, bis es dunkel wird. Ach, ich auch nicht. Ich werde safe entdeckt hier. Fahr zur Hölle. Da kann keiner reinkommen, ne? Nee. Okay. Oh. Es sind so viele. Blöd ist, die können jetzt auch von draußen noch reinkommen, ne? Wenn ich das so sehe. Da sind zwei. War da nicht noch hier einer? Okay, wartet. Mittendrin durchrennen, das ist, glaube ich, nicht so gut. Dann kommen die alle von draußen auch rein. Denke ich mal. Ah. Okay, der bleibt da hinten, aber okay. Oder? Na, du siehst gar nichts. Lauf einfach weiter. Genau. Jetzt geht der weg. Dann geht der da hinten wieder rein. Kann ich dann durch. Ui, 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 ah, nein. Oh, doch nicht so. Du gehst da lang, okay. Komm ich halt hier rüber. Ah! Schnell. Nein. Oh. Okay. Der geht ja immer wieder rein, ne? Da draußen läuft auch einer. Safe sehen die uns doch hier. Shit. Wo ist er? Kommt er wieder raus? Er kommt gleich wieder raus. Na komm. Schnell. Loot. Ich sehe Loot. Können wir davon was gebrauchen? Ja. Die Mobli, okay. Soweit, so gut. Lieber Bär. Braver Junge. Wir hauen bald ab. Okay, da ist keiner. Ich bin müde. Da ist ein Hund. Er hat einen Hund. Hallo? Die zwei laufen da lang. Wir gehen da hinten durch. Ich hoffe doch, ich bin hier richtig. Keine Ahnung. Hallo? Sie war eben in der Lobby. Soll ich sie suchen? Nein, ich mag. Hallo?
Oh, wir werden jetzt sowas von auffliegen. Es sind so viele. Ein weniger. Oh Gott, der liegt ganz blöd hier. Okay, wohin? Da durch? Da hinten durch? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, ich bin mega nervös gerade. Bitte da keiner durchkommen. Lauft einfach hier weiter. So, den holen wir als nächstes. Der Hund da hinten macht mich extrem nervös. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Hallo? Da kommt noch. Okay, warte, wir räuchern das hier alles nach Hause. Denke ich. Oh Gott, das ist ein kleiner Schirm, das hört er doch. Schnell, 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 schnell. Keine Zeit, keine Zeit. Okay. Haben wir. Hab ich dich. Da hinten war noch der eine. Bis jetzt sind wir noch nicht entdeckt worden. Ist auch ganz gut so. Weil ich weiß nicht, ob die von draußen alle mit reinkommen würden dann. Ich kann hier nichts sehen. Ich weiß nicht, wo der ist. Nein! Hallo? Da hinten läuft er. Kommst du her? Ja, oh, komm her. Ohne Munition zu verbrauchen, das ist gut. Oh Gott, da sind noch mehr. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt durch müssen. Ich weiß allgemein nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen da nicht lang. Ich glaube, wir müssen hier weiter. Da hinten war eine Tür, ne? Okay. Hier noch einer? Hier waren wir ja Pillen, das ist gut. So ein bisschen looten müssen wir auf jeden Fall. Oh Gott, ich bin gerade mega angespannt. Es sind einfach zu viele Gegner. Ich glaube, hier haben wir das so weiter. Oha. Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir
Schauen wir mal, dass wir da durch die Tür jetzt kommen. Eigentlich dürfte uns das keiner hören. Zieh nicht die Waffe, ey. Warum ziehst du die Waffe? Zieh doch nicht die Waffe. Das macht sie einfach zwischendurch. Ich weiß nicht warum. Okay, ich glaube, wir müssen hier durch. Zu damit. So ist gut. Holy moly. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Was war das gerade? Ist die Tür einfach nur zugegangen oder was? Oh, es ist so dunkel. Aber wenn ich Licht anmache, können sie uns wahrscheinlich sehen, ne? Okay, Notizen. Das ist gut. Ein bisschen Ablenkung. Vorratsliste. Wenn möglich. Besucht jeden Winkel im ersten Stock. Da sind noch ein paar Räume, die wir nicht geöffnet haben. Da drin könnten etwas Nützliches sein. Haltet euch von den unteren Etagen fern. Okay. Pillen! Ist das für ein Level? Nee. Leider nicht. Ich hab doch was gehört. Hallo? Oh Gott. Bist du das, Nora? Hey, wie komme ich da hin? Ah, hey. Ich bin nervös. Da unten ist jemand. Ist das Nora? Aber sie scheint auch allein zu sein. Ja, hätte sie nicht beim Wachen gespart, wäre Abby noch in ihrer Zelle. Scheiße, wann war Abby hier? Bin ich blöd. Du wirst uns sagen, wo sie hin ist. Wenn Isaac darüber mit uns redet, sage ich, was meiner Meinung nach passiert ist. Ihr könnt mich mal. Ich hab zu tun. Nora! Für die lasse ich mich nicht umbringen. Okay, jetzt sind sie weg. Gut, ich meine, also Abby ist jetzt nicht hier. Das war ja eigentlich meine Hoffnung. Sie ist wohl weitergegangen. Okay, okay, okay. Oh nein. Und das hören sie jetzt nicht? Ganz leise, 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 leise. Pillen immer gut. Pillen sind immer gut, aber das ist nicht gut, dass wir hier nochmal Loot haben. Okay. Gehen wir mal durch. Kein Mucks. Weg mit dem Scheiß. Erkennst du mich? Du erkennst mich. Was willst du?
Abby war hier. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Wenn du schießt, ist sofort ein Haufen Soldaten hier. Und du wärst tot. Sag mir, wo sie ist. Vielleicht lasse ich dich gehen. Wir hätten dich töten sollen. Ja, das war euer Fehler. So wie einen Fuß in Jackson zu setzen. Wo ist Abby? Hörst du ihn noch schreien? Was? Versucht die gerade Psychoterror bei uns? Ich höre ihn jede Nacht. Ja. Ja, der kleine Pisser hat bekommen, was er verdient hat. Du Mist! Hilfe! Nein! Hilfe! Irgendwer! Nora! Du entkommst mir nicht! Ja, du kleine Mistmarde, Alter. Verdammt! Hau nicht ab! Komm mal rein! Reiner! Er schießt sie! Nein! Ihr seid hier so hinterhältig und unfair. Komm schon! Kleine Mistmarde, ey. Wohin? Ah, wo bist du hin? Nein! Oh, shit. Komm her, du Mistvieh, ey. Sorry, ich will nicht so beleidigen. Ah. Nein. Hau sie um. Nein, hinterher. Komm schon, hau das Ding auf. Komm schon! Waffen runterwerfen! Komm her! Nein, halt! Nein, bitte! Hör mal! Leg die Waffe weg! Du kannst einfach gehen, okay? Ich will... Halt die Fresse! Waffe weg! Hände hoch! Zurück! Du kannst nicht entkommen. Nein! Halt! Shit! Oh, lass dich auch noch Klicker dazu, bitte. Bitte, keine Klicker. Nein. Wir alle! Einfach mal hin und her! Nein! Warum ist der Strom an? Ist egal. Findet den Eindringling. Lass mich durch. Komm. Nein. Lass mich weg. Oh shit, Alter, ich sterbe. Nein. Okay, ich muss nochmal. Nein, ich will das nicht nochmal. Okay, das war nicht so schlau. Nein. Ich muss leise machen. Sonst habe ich keine Chance. Das sind, glaube ich, nur drei, ne? Oha. Okay, durchrennen. Hier nicht so eine gute Idee.
Okay, 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 komm her, du. Okay, der geht das da rüber und kommt der rüber. Schnell. So ist gut. Komm rüber. Der ist gerade weggerannt. Warum ist denn der so gerannt? Der steht da hinten jetzt, aber der, warum ist denn der weggerannt? Nein, mach nicht so. Der hat gemerkt, dass er jetzt alleine ist, ne? Jetzt durch die Tür, komm. Oha, okay, okay, okay. Hätte man gleich auch schneller lösen können, aber... Oh Gott. Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich höre dich auf jeden Fall husten. Sind nicht mehr weit. Okay, okay. Da muss die sein. Oh oh. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Haue. Komm her, du. Stirbst sowieso. Warum? Oh, Wo ist Abby? Du atmest Spuren. Du bist es. Bist du eine Firefly? Es gibt keine Fireflies mehr. Wo ist Abby, ha? Huh? Ich bin doch eh schon tot. Warum sollte ich es dir sagen? Weil ich es schnell machen kann. Oder es sehr viel schlimmer machen kann. Denk daran, was er getan hat. Wie viele Menschen sind tot seinetwegen. Das ist deine letzte Chance. Na komm, sag. Ich verrate meine Freunde nicht. Oh Mann, Alter. Ich will nicht diese Abby treffen, ey. Oh oh. Ah.
dass man jetzt wirklich einzeln da draufhauen muss. Boah, das ist krass. Übel. Ich bin's. Ellie. Bist du okay? Scheiße. Ist das dein Blut? Sie versteckt sich in diesem Aquarium. Na komm, wir machen dich sauber. Oh, Ellie tut mir so leid. Arme hoch. Autsch. Ich glaube, in so einer Welt irgendwann spürst du so eine Wunde nicht mehr so krass, wie wenn man die heute so kriegen würde. Aber trotzdem. Sie hat geredet. Hey. Schon okay. Ich will dich nicht verlieren. Gut. So war das mehr als nur dreimal kurz zuhauen. Okay, Waffe ziehen kann ich nicht. Würde ich sagen. Hab einiges zurückgelassen. Würde ich sagen, dann gibt's hier auch keine Feinde. Erstmal. Komm schon. Da muss doch irgendwas sein. Warum seid ihr verschwunden? Oh, ich glaube, sie erfährt jetzt die Wahrheit. Was ist das? Das Wachstum ist eindeutig mutiert. Ich bin gespannt, ob die Testergebnisse unsere Theorie untermauern. Das ist ein ganz großes Ding. Mhm.
Vielleicht hätte Joel ihr das einfach erzählen sollen. Hallo? Jetzt. Morgen um diese Zeit werden wir den Lauf der Geschichte verändert haben. J. Ja, aber ob sie wirklich daraus hätten Heilmittel machen können. Ellie wäre auf jeden Fall gestorben. Daran, also nur an den Versuch. Don, weißt du, ich habe echt gern diese ganzen wertvollen Krankenhausausstattungen katalogisiert und gesammelt. Und als ich fertig bin, höre ich, dass sie keiner mehr brauchen kann. Ich kann echt nicht glauben, dass ihr unsere Auflösung beschlossen habt. Ich verstehe es ja. Es war ein Wunder, dass uns durch die Finger geglitten ist. Echt scheiße, aber die ganze Welt ist scheiße. Wie können wir einfach so aufgeben? Was jetzt? Sollen wir in Quarantänezonen leben? Uns einer drittklassigen Widerstandsgruppe anschließen? Das kann doch nicht sein. Es muss doch noch Leute geben, die mehr wollen. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, diese Leute zu suchen. Und wenn ich dabei draufgehe, ist Gott. Na, okay. Ich habe so eine Ahnung, dass das halt wirklich die nicht gut auf Joel zu sprechen sind, die sauer sind, weil wegen dem ersten Teil, wie das aufgehört hat mit den Fireflies. Ja, ich hoffe, Ellie findet jetzt nichts, was zu viel erzählt. Ein Wunder, jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige Person, die einen Impfstoff entwickeln könnte, ist tot. Oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Oh. Joel, du tust mir gerade so leid. Komm her. Was hast du dir nur gedacht? Mitten in der Nacht einfach so davonzulaufen. Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Sag mir, was hier passiert ist. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst, gehe ich zurück nach Jackson. Egal, was es ist. Oh, oh. Na, sag schon. Ciao. Einen Impfstoff zu entwickeln. Hätte dich getötet.
Ich hielt sie auf. Oh mein Gott. Pass mich bloß nicht an! Ich gehe zurück. Aber wir sind fertig. Dass sie es erfährt irgendwann, ist ja klar gewesen. Aber schwierig. Ich will mich nicht immer auf die Seite von Joel stellen, aber wer sagt denn, dass überhaupt ein Heilmittel hätte erschaffen werden können aus ihr so? Also, ich hätte sie vermutlich auch gerettet. Ja, die Frage ist, ob sie sich vertragen konnten, noch bevor Jesse? Joel das passiert ist. Je mehr, desto besser. Hey, sieh mal, Joe. Dein Lieblingsstreifen. Okay, schauen wir mal, wo die anderen sind. Ja, ich glaube, danach geht's auf dem Weg zu Abby, wenn ich das richtig gesehen, also richtig mitbekommen habe jetzt. Wenn sie denn da ist, das ist hier auch mal die Frage. Ja, wo sind wir denn hier? Sieht so anders aus. Dina? Jesse? Wo sind die zwei? Ich denke mal wieder am Eingang, denn da sind die ja oft gewesen bisher. Da gehen wir mal eben hin. Dann machen wir eine kleine Besprechung, denke ich mal, was nächstes passiert. Man sollte ihm auch langsam mal erzählen, dass Lina schwanger ist, ne? Ein Recht hatte das aber auf jeden Fall zu erfahren. Also langsam aber sicher sollte man das erzählen. Sie hatte eine harte Nacht. Konnte kaum Wasser bei sich behalten. Du hättest mich wecken sollen. Ist sie schwanger? Erzähl es ihm noch. Ja. Ich verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Sag nicht, dass wir jetzt alleine weiter müssen. Aber ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Nee. Würde ich auch nicht. Hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Ja. Scheiß drauf. Holen wir Tommy. Ehrenmann. Das Aquarium, das das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat.
Und es ist okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Ehrenmann. Er weiß, dass er Vater wird und trotzdem kommt er noch mit. Anstatt sie zurückzubringen. Also das finde ich richtig geil von ihm. Hi. Hey, Babe. Du musst die Tür für uns verriegeln. Okay. Sehr nice. Los geht's. Nicht mehr alleine unterwegs, so muss das sein. Laut deiner Karte liegt das Aquarium am Strand. Also hier lang. Ja. Mann, wie soll man in der Stadt trocken bleiben? Los, hilf mir rauf. Okay, da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann geht's auf ins Aquarium zu der lieben Abby. Und hoffentlich auch Tommy. Surely.